Ja, hi Pyros, heute mal ein ganz anderes Video und zwar möchte ich euch heute erklären, wie man die großen Funke-Batterien, also die großen Verbünde von Funke, verbindet. Ich rede hier von Batterien wie Corolla Blue, Yggdrasil, Fireball, Cloud Connected, Elegant Night und wie sie sonst noch alle heißen. Schritt 1 wäre, man holt die Batterie aus dem Umkarton. Diesen öffnet man. Und dann seht ihr hier schon diese Aufkleber. Hinten im Bild habe ich extra in der Batterie drinne stecken lassen. Das sind vier Stück bei dieser Batterie. Hier sieht man es nochmal genau. Darauf steht, feuerfeste Zündschnürabdeckung. Also ein Aufkleber ist jeweils für zwei Zündschnüren gedacht. Das geht folgendermaßen. Man zieht also diese orangene Abdeckung ab. Das sieht dann ungefähr so aus. Und man beginnt dann die zwei Zündschnüre, also jeweils zwei Zündschnüre, Miteinander zu verdrehen oder zu verdrillen. Oben könnte man noch einen Knoten reinmachen, muss aber nicht unbedingt sein. Wichtig ist jetzt, dass man diesen silbernen Aufkleber um die festgedrückte und äh, zusammengewickelte Zündschnur klebt, dies wieder fest andrückt und jetzt ganz wichtig ist, dass man dieses Papier an die Seite steckt, wie hier im Bild deutlich zu erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig, ansonsten gibt es eine Überzündung und alles geht mit einmal los. Hier seht ihr nochmal das Beispiel an einer Fächerbatterie. Da seht ihr direkt auf den ersten Blick, dass halt diese Zündschnur nicht alle am Rand liegen, sondern direkt zwischen den Batterien. Aber das geht halt nicht anders, es ist halt bauartbedingt so. Und äh, ja, Hauptsache es ist es zwischen den Batterien oder am Rand und vor allem weg von der Schussrichtung. Das ist ganz, ganz wichtig und das funktioniert auch so wie im Bild sehr, sehr gut. Und wie ihr nun sehen könnt. Es hat alles reibungslos funktioniert, meine Technik des Verleitens. Das ist übrigens die Fireball, die ich letztes Jahr an Silvester geschossen habe. Wirklich ein Mörderteil, sage ich euch. Das Video habt ihr bereits gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, ihr seht ja selbst, alles ausgeschossen, alle Rohre leer. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Ja.